Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir... Da hätte ich mal wieder aufladen können. Jo, drei Gehirne auf einmal geschrottet. Und das Teil wieder aufgeladen. Hi. Oh, fuck it. Das war jetzt gar nicht schön. Das war jetzt verdammt knapp. Das merke ich. Ein halbes Herz, was keiner will. Wir haben noch das Yamhart aufgeladen. Wow. Du kommst hier lang? Ja, okay. Du kommst hier rum. Komm mal her. Wunderbar. Und dich hier. Bombe legen. Weil an die Kiste, da möchte ich dann doch dran. Wooden Spoon. Speed up. Schön. Auf sowas habe ich jetzt noch gehofft. Jetzt noch vom Boss ein HP-Upgrade, dann ist alles gut. Okay. Ihr seid überhaupt kein Problem. Sag ich doch. The Tower. Okay, behalte ich im Kopf. Kiste, nein danke. Shop, nein danke. Okay. Bum, 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 bum. Zwei Schlüssel. Auch schön. Den mal als allererstes schon mal schrotten. Wir haben die Fliegenliebe, fällt mir mal wieder ein. So. Mit dem Messer der Gerechtigkeit. Wunderbar. Will kein Schwein. Oha. Ja. Okay. 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 Wo ist der Boss? Ich hasse euch. Mm. Da hat der Cube Schaden gemacht. Hallo. Ich treffe euch nicht. Oh. Okay, gut. Ganz viele von euch. Und dank dem Messer mache ich euch richtig viel Schaden. Gut. Wir kommen super schnell durch die Ebenen durch. Das ist wunderschön. Oh, was, wie habe ich das gemacht? Komm. Bombe. Und ab zum Boss. Der Headless Horseman. Jawohl. Man muss ein bisschen aufpassen, das Pferd ist total abgedreht und spuckt die ganze Zeit diese Blutkugeln, die auch wieder wie bei Pestilenz und bei diesem Gehirn diesen blutigen Boden hinterlassen. Little Chat ist dadurch aufgetaucht, dass wir den Headless Horseman gemacht haben. Und hier haben wir jetzt das Pony. Erstens fliegen wir, was ich ganz cool finde. Damit werde ich auch gleich nochmal zurückgehen und mir so ein paar Sachen holen. Nagel für zwei. Nein. Ich muss meine Herzen ein wenig behalten, wenn ich wirklich gegen Satan angehen will. Wenn wir das Pony einsetzen als Spacebar-Item, dann chargen wir einmal. So wie bei vielen Bossen, wie bei den apokalyptischen Reitern. Ich werde es jetzt eigentlich nur dafür verwenden, um mir hier Sachen zu holen. Ich werde auch oben das Ace of Spades noch eben abholen. Shop lasse ich liegen. Aber ich werde noch meine 11 Münzen an der Spielmaschine oben verzocken, glaube ich. So, hier ist das Ace of Spades. Vielleicht findet man ja was Nettes. Zum Beispiel zwei Münzen. Oder einfach mal gar nichts. Münze wieder, Münze wieder. Zwei Münzen wieder. Münze wieder. Nickes. Jetzt haben wir eine Münze Defizit. Jetzt haben wir ganz viele Münzen plus und jetzt geht's ab in den Shop. Wunderbar. Sowas ist natürlich schön. Ich hätte das Teil noch in die Luft sprengen können. Momentchen. Momentchen. Vielleicht kann ich mir ja noch ein paar Münzen ausgraben da. Zack.
Noch eine Münze, Schlüssel und ab in den Shop. Okay. In der Hoffnung, dass es nicht Greed ist. Wo ich jetzt halt echt ein bisschen aufpassen muss, ist nach Tiefen 2 in The Womb. Es gibt viel Schaden, mit dem wir rechnen müssen, aber den Kompass nehme ich mit. Kompass haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, glaube ich. Der zeigt uns an, wo welche Sachen sind. Und ja, das ist, glaube ich, ganz cool. Gerade wenn man weiter oben ist und man nicht die ganze Ebene absuchen will, um zum Boss zu kommen. Also, was heißt weiter oben? Weiter unten eigentlich. So. Yamhart wieder mitnehmen, ist mir dann doch lieber. Und ab nach unten. Tiefen 2, das heißt, wir treffen auf Mami. Und es sieht im Moment damit aus, dass Mami... Und? Also Mami ist auf jeden Fall unter uns. Wow, du spuckst explodierende Kügelchen. Hi. So, wunderbar. Oha. Joker, ab in den Satanraum. Na klar. Ich nehm den Joker mit. Oder nehme ich den Joker mit? Ich nehme den Joker mit. Der Joker teleportiert uns in den Satanraum. Oh, zwei Puppen auf einmal. Schön. Okay. Der Joker teleportiert uns in den Satanraum. Und es gibt auf jeder Ebene einen. Den BH werde ich definitiv nicht mitnehmen. Nein, danke. Es gibt auf jeder Ebene einen Satanraum, nur sieht man den nicht immer. Zweimal The Joker, schön. Und, aua. Das waren mir gerade, das war zu nah dran. Okay. Hier ist noch einer mit Kopf, okay. Das war der Kopf. So, in diesem Satanraum kann man ja, wie schon bekannt, diese Deals machen. Und, wenn wir jetzt von Mami noch ein HP-Upgrade kriegen, ist das vielleicht eine interessante Sache, so ein Satanraum. Okay. Okay, ich hatte gerade Angst vor den Blöcken, dabei waren die gar nicht so schlimm. Eine Spielmaschine mit einer Münze muss nicht unbedingt sein. Ah, nein. Och, nö. Ja, da habe ich einen kaputt bekommen. Okay. Wow. Da ist einer draufgegangen. Verdammt, da wurde ich getroffen. Nein. Nein, 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 nein. Ja, noch einer. Okay. Nach unten. Warum ist da ein Miniboss? Ein Miniboss ist doch scheiße. Ja, ein Miniboss ist auch scheiße und das war gerade erst recht scheiße. Aua. Da hat mich gerade der Cube beschützt. Irgendwo zwischendurch. Boah, wie ist denn Mami hier zu erreichen? Das ist ja schrecklich. Okay. Geh bitte weg, Glibber. Danke. Ach du Scheiße. Nein, ihr haltet mehr aus. Oh, das ist gemein. Oh, wo zur Hölle bin ich hier? Das war ein ganzes Herzschaden. Oh, das ist gemein. Der hat mir zu viel ausgehalten. So, Yamhart. Weiter nach unten. Alter, wie weit ist denn Mami weg? Es ist ja unglaublich. Da komme ich gerade nicht drauf klar. Da hätte ich beinahe eine Puppe gehabt und dann ist sie verschwunden. Nicht nett. Verdammt. Okay. Oh, wow. Ich nehme Schaden. Ich nehme ganz, 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 ganz blöden Schaden. Ganz viele Fliegen. Wow. Das war verdammt knapp. Das war Schaden. Das war kein Schaden. Das war Schaden. Schön. Blaues Herz schon wieder weg. Problem bei den Fliegen ist gerade, dass die ja in alle Richtungen ihre Kügelchen verteilen. Da ist ein Geheimraum. Warum ist da zur Hölle ein Geheimraum? Wow. Verdammt. Da habe ich gedacht, ich könnte das Messer abfeuern.
Aber das Messer dachte sich, nö, heute nicht. Ich möchte das Yamhart nochmal vom Boss benutzen können. Das wäre echt cool. Im Übrigen, nein, es geht nicht, dass man einfach in einem Raum stehen bleibt und hofft, dass es sich auflädt. Da hat der Cube geblockt. Okay, komm hier rüber. Scheiße. Gott, wie soll ich denn das jetzt mit Mami machen? Mit 1,5 roten Herzen. Boah, ich brauche von Mami ein HP-Upgrade und ich werde definitiv nicht in den Satan-Raum gucken, weil nichts der Welt kann mich da so überzeugen, dass ich dafür nochmal 2 oder 1 Herz opfer. Nichts. Hörst du? Gar nichts. Bitte ein rotes Herz. Das ist kein rotes Herz. Bitte ein rotes Herz. Das ist kein rotes Herz. Bitte ein rotes Herz. Du Hund, 3-mal nichts. Ich hasse dich. Verdammt, bleib auch in dem Raum drinnen. Eine Pille. Oh. Range up. Okay. Ist super. Ist super. In den Raum zwischen dem Shop. Ja. Oh, ich hab gedacht, ich würde getroffen werden. Okay. Das war nicht nett. Warum teleportierst du dich? Verdammt, warum nehme ich denn jetzt noch so blöden Schaden? So, was waren hier noch so für Sachen? Hier war noch ein halbes rotes Herz. Oh, hätte ich das gewusst. Eine Karte und die Joker-Karte. Ja, okay, gut. Mit 2,5 Herzen. Auf zu Mami. Das Yamhart werden wir sicherlich nicht vor Mami nochmal einsetzen können, weil wir gar nicht genug Räume dafür haben. Ich könnte mir den Mini-Boss-Raum ansehen, aber das werde ich nicht machen. Warum auch immer da ein Geheimraum liegt. Und das ist echt gemein. Also die Ebene war jetzt echt gemein. Man guckt sich mal bitte den Weg an, den ich nehmen muss, um zu Mami zu kommen. Das ist doch nicht fair. Moment. Das ist es mir jetzt wert. Das ist auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass ich jetzt das Yamhart mitgenommen habe und nicht das Pony. Weil zusammen mit der Batterie gibt uns das doch ein paar HP-Boosts und die brauche ich dringend. Okay, aufladen und rein. Oh, wir machen schön Schaden. Okay. Hi. Sag Hallo zu deinem Messer. Jawohl. Ah, da war die Hand. Verdammt, die Hand ist gemein. Ich hasse die Hand. Gut. Mami ist tot. Und wir haben Samsung freigeschaltet, dadurch, dass wir 2 Itemräume ausgelassen haben. Haben wir? Wir haben 2 Itemräume ausgelassen? Kommt mir gar nicht so vor. Magic Eight Ball erhöht unsere Tiergeschwindigkeit und gibt uns eine Karte. Judgment spawnt uns einen Bettler. Ah, ich hätte es vielleicht später einsetzen sollen, weil jetzt bringt uns der Bettler überhaupt nichts. Gut. Hier hätte ich jetzt nochmal ein rotes Herz gehabt. Mami haben wir ohne Treffer gemacht. Ich glaube, das ist das erste Mal. Und wir sind in Womb 1. Okay, soweit so gut. Heißt, diesen Run werde ich auf jeden Fall hochladen. Wir haben schon genug geschafft. Rechts ist der Boss. Ab zum Boss. Oh, wow. Rechts ist der Boss. Ab zum Boss. Ich bleib dabei. Ah! Ja. Ich bin gerade ein bisschen wortlos, weil ich ein bisschen aufpassen möchte. Wow! Hallöchen. Unten lang. Laserviecher. Laserviecher. Ja, hi. Und dich noch. Wunderbar. Karte. The World. The World nehme ich mit. Deck die Karte auf, werde ich wahrscheinlich bei Shiel benutzen. Je nachdem, wie es klappt. Wenn ich bei Shiel reinkomme, sagen wir es mal so. Ein Würmchen ist kaputt, ein Mäulchen ist nicht kaputt. Aber das Yamhart können wir einsetzen, bevor wir den Raum hier machen.
Dann kriegen wir nämlich wieder einen Punkt drauf. Super. Okay. Hier unten ist doch kein Boss, also oben lang. Die Ebenen wollen mich ein wenig verarschen, habe ich das Gefühl. So ein bisschen so, guck mal hier lang. Haha, hier ist doch kein Boss. Hallo, Gemini. Hallo, Gemini. Ah, Champion Gemini dazu noch. Oh, das war verdammt knapp. So, und jetzt nur das Hündchen von dem einen. Okay. Halbes rotes Herz, Bombe. Und hier unten ist auch noch ein halbes rotes Herz. Hallöchen. Ich überlege gerade, kann ich nicht theoretisch die Joker-Karte mitnehmen, in den Challenge-Raum reingehen und mich dann daraus katapultieren? Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Da oben ist auf jeden Fall ein Challenge-Raum, das sehe ich. Auge. Als erstes das Auge. Als erstes das Auge. Wow, als erstes die Laserviecher. Oh, wow. Nein, da habe ich gedacht, ich würde getroffen werden. Okay, Auge ist kaputt. Verdammt, warum bin ich da reingelaufen? Ich bin so blöd. Ich bin so strunzdoof. Blaues Herz, rein. Was haben wir? Skeleton Key. 99 Schlüssel. Raus da. Satanraum ist für mich jetzt gerade uninteressant, weil ich das nicht riskieren möchte. Ja, es geht. Wir können also die... Schön. Gut. Haben wir mal eben so ungefähr 90 Schlüssel umsonst bekommen. Das hat sich eigentlich ganz gut rentiert. Okay. Weiter geht's. Larry Jr. Ganz viele Larry Jr. Oh, wie habe ich das gemacht? Okay. Das war gerade knapp. Da hat das Messer ihn noch gerade so vor meiner Schnute gekillt. Aufladen und rüber. Oha. So. Und jetzt ihn. Das war blöd. Hi. Yamhart ist wieder einsatzbereit. Okay. Nochmal Larry Jr. Hi. Einmal voll durchgehauen. Und hier liegt noch eine Bombe rum. Hier muss es jetzt aber irgendwie mal zum Boss gehen. Das kann nicht anders sein. Ja, der Turret da oben will mir nicht gefallen. Da unten. Da oben. Jo, weil da oben ein Turret ist. Erstmal das Viech. So, aufladen und dann drauf auf den Turret. Okay, wunderbar. Karte. Nochmal der Joker. So langsam haben wir die Joker alle. Drei Joker in diesem Run. Wow. Nee. Bombenwürmer. Ich hab, gar nicht. Sind gar keine Bombenwürmer. Okay. Yamhart ist einsatzbereit. Und Messer ist aufgeladen. Ab zum Boss. Was kriegen wir? Wir kriegen Conquest. Als... Ich habe noch nie gegen Conquest gekämpft. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Oh, er charged ganz böse. Okay. Ja. Alter. Was ist im Arsch mit dir? Junge. Okay, wo kommst du? Da kommst du. Ah, da hat er uns noch getroffen. Okay, weißes Pony. Was ist das weiße Pony? Oh. Nein, danke. Hallo, Yamhart. Ich mach den Raum da unten noch. Ich hoffe, das ist ein Punkt aufs Herz und, aufs Herz, ja. Ja, der Raum ist schaffbar. Auf jeden Fall ist ein kostenloser Punkt. Die Batterie gibt uns auch nochmal einen Punkt. Schön. Und noch ein blaues Herz. Okay, hat sich definitiv gelohnt. Ja, es geht mir einfach darum, dass ich jetzt nicht unbedingt riskieren will, dass man stirbt. Mums Heart wäre ein cooler Kill jetzt noch. Wenn wir noch zu Shield hinkommen, dann raste ich total aus. Mit dem Messer gegen Satan, das wäre ein interessanter Kampf.
Ich mache noch einen Raum, warum nicht? Aber definitiv nicht den Challenge-Raum. Das muss nicht sein. So, was haben wir hier links? Bombenwürmer. Wow. Verdammt. Treffer. Verdammt. 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 Wow. Zwei blaue Herzen futsch. Toll. Hat sich nicht gelohnt. Nerd. Ich behalte The World. Solange ich nicht The Sun finde, ist The World auf jeden Fall mit das Beste, was ich kriegen kann. Ich habe die Bomben. Die drei Münzen verzocke ich an dem Automaten. Nix. Ein rotes Herz, okay. Sei nicht zu gütig. Eine Pille. Oh. Tears up. Okay, wir haben Glück. Wir finden nur gute Pillen. Schau sich einmal diese Statistiken an. Hammer. Gut, nein. Ich mach den Raum nicht. Wir gehen mit drei Herzen in Room 2. Haben das Yamhart dabei. Obwohl es nicht das beste Spacebar-Item ist. Aber man nimmt, was man kriegen kann, nee. Und hoffen jetzt mal, dass wir jetzt in Room 2 möglichst schnell zum Boss kommen und nicht wieder so ein Rumgerinner haben. Jetzt schon wieder so eine dämliche Karte. Wir mussten echt einen riesen Umweg nehmen, um zum Boss zu kommen. Das ist nicht nett. Gut, das White Pony lasse ich liegen. Der Satanraum hatte auch nichts. Ab nach unten. Ich bin gespannt, ob wir gegen Mom's Heart ankommen. Okay, ich würde jetzt mal tippen, dass wir rechts lang müssen. Hi. So fangen wir gar nicht erst an, mein Freund. Schön, zwei Punkte aufs Buch. Eine Bombe gegen eine Bombe ist jetzt nicht unbedingt der Tausch, der mir am besten gefällt. Hi. Wow. Ich hätte gern, dass einer von euch bei mir in der Nähe aufkreuzt. Ja, zum Beispiel da. Sehr gut. Okay, und dich noch. Komm, wie wär's mit Treffen? Hi. Münze, Yamhart einsatzbereit. Ja, da oben geht's zum Boss. Wunderbar. Das Auge, da möchte mir nicht gefallen. Okay. Diese Augen mochten mir beide nicht gefallen, aber wir haben es geschafft. Chariot, Temperance. Temperance ist die Blutbank, jawohl. Chariot verwandelt uns in Einhorn. Wir machen Schaden. Ich möchte lieber The World für Shield haben. Wow. Haben wir da überhaupt Schaden gemacht? Ich habe keinen Plan. Da haben wir auf jeden Fall Schaden genommen. Okay, einer ist tot. Zwei sind tot. Da waren wir nicht weit genug. Oder waren wir doch weit genug? Ich weiß es nicht. Da waren wir auf jeden Fall weit genug. Da hat er sich ganz feige verpisst. Hi. Ja. Komm, Mom's Heart. Warum nicht? Zack, erstes Auge. Und jetzt gegen Mom's Heart. Okay. Wir wollen warten, bis Gegner auftauchen, die wir dann direkt miterledigen können. Dann ist das Ganze ein Witz. Habe ich so das Gefühl. Wobei das jetzt mit den Augen natürlich, mit den Blutkügelchen unschön werden kann. Das Kreuz ist aufgetaucht dafür, dass wir ganz viele Mumkills haben. Boah, Alter. Blaues Herz, wir können nicht in Shiel, weil wir mit Maggie das Ending noch nicht hatten. Jo, Ending. Dr. Fetus. Eine Hommage an
Edmund McMillans Spiel Super Meat Boy. Ja, haben wir freigeschaltet, weil wir mit Maggie das erste Mal Moms Heart gekillt haben. Erfolgreicher Run. Wir haben einiges freigeschaltet. Wir haben Samson freigeschaltet. Wir haben Moms Heart besiegt. Sind durch die Ebenen gekommen. Haben das Messer auf eine mehr oder weniger erfolgreiche Art und Weise zur Geltung gebracht. Sack. Gurge. Ja, gut, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Die 7 Todsünden. Dann die Bosse alle. Bla bla bla. Ich überspringe den Abspann mal. Nochmal ganz kurz gucken. Sekunde. Fetus in the Jar haben wir jetzt gefunden, weil wir mit Maggie Moms Heart besiegt haben. Das Cross, weil wir ein paar Mal Moms Heart besiegt haben. Ich glaube dreimal jetzt inzwischen. Samson freigeschaltet. Little Chat haben wir freigeschaltet als Familia, den wir jetzt finden können. GameKit haben wir durch die ganzen Dingens freigeschaltet und Moms Knife hatten wir im letzten Run gemacht. 5 Mom Kills, 90 Items, 3 Tode. Das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt, finde ich. Gut, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Teil von Let's Play The Binding of Isaac mit Jahrbeizung LP. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und tschüss.